Doch ein Kommentar gab es, wo ich gedacht habe, seht ihr das? Oh. Hey und willkommen zum neuen Video, und zwar ist es mal ein ernsteres Video. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Ich habe jetzt mal die letzten Tage, war ich auf Facebook. Ich weiß, Facebook ist scheiße, aber keine Ahnung, es sind halt manchmal coole Sachen dabei. Ich war auf Facebook und habe mir so ein paar Bilder angeschaut, ziemlich lustig, dies, das. Und dann kam, kennt ihr sicherlich, auf Facebook gibt es halt diese Menschen, die unbedingt Likes wollen. Und da stand, glaube ich, irgendwie, sind Flüchtlinge bei dir willkommen? Also, sind für dich Flüchtlinge willkommen? Ja, gleich Like, und nein, gleich Comment. Und haben halt sehr viele geliked, was ich auch gut finde. Und dann gab es auch natürlich wieder die ein oder anderen Moralapostel, die mal ihre Lage übertreiben. Ich kann euch mal kurz ein Bild einblenden, was ich von der Sache halte. Dann wisst ihr auch, für was ich bin, ob ich dann liken würde oder kommentieren würde. Und ja, auf jeden Fall gab es dann wieder die ein oder anderen Leute, die auf cool tun wollten. Und ja, hab so die Kommentare gelesen. Ziemlich uninteressant eigentlich. Doch ein Kommentar gab es, wo ich mich ein bisschen so gedacht habe. Seht ihr das? Oh. Ja, auf jeden Fall hat jemand mal geschrieben. Ich werde den Kommentar nicht einblenden, aber ich kann es einfach vorlesen. Ich habe noch im Kopf. Flüchtlinge. Also er hat zwei Kommentare geschrieben. Flüchtlinge bekommen alles in den Arsch geschoben. So, bevor ich erstmal anfange, darüber zu reden, es gibt erstmal Wirtschaftsflüchtlinge und es gibt auch Kriegsflüchtlinge. Und ich denke mal, ihr wisst, was das bedeutet, das muss ich nicht erklären. Und ja, auf jeden Fall hat er geschrieben, Kriegsflüchtlinge bekommen alles in den Arsch geschoben. So, eigentlich müsste ich darauf jetzt nicht eingehen, ist eigentlich was ganz Dummes, schreiben eigentlich nur so Menschen, die neidisch auf andere sind, denke ich mir mal, ist jetzt nur eine Vermutung. Wie kann man neidisch auf Flüchtlinge sein? Fangen wir erstmal so ganz leicht an. Flüchtlinge haben nicht mal, also die meisten, nicht jeder, aber die ein oder anderen Flüchtlinge haben nicht mal keine Familie mehr, kommen von einem Miniboot, sag ich mal, von einem anderen Land nach Deutschland, sind halt Flüchtlinge. Und verlieren schon dabei ihre Familie, oder sogar im Kriegsgebiet verlieren die schon mal ihre Familie. Und allein das ist schon traurig. Und dann, wenn man dann schreibt, man bekommt alles in den Arsch geschoben als Flüchtling, finde ich das mega asozial. Ist einfach so, das kann jeder, denke ich mal, von euch auch bestätigen. Und man denkt, wie kann man... Und außerdem bekommen die meisten Flüchtlinge gar nicht alles in den Arsch geschoben. Ich habe mal bei Faktastisch so ein Bild gelesen. Flüchtlinge bekommen bei Flüchtlingsheimen jetzt WLAN ausgestattet, damit die auch in Syrien und so mit ihrer Familie, falls sie noch welche haben, das weiß man nicht, noch mit denen kommunizieren kann, was ich mega gut finde, weil das ist echt mega nett und auch eine sehr gute Idee. Und dann schreiben sogar manche darunter, dass sie alles in den Arsch geschoben bekommen. Ihr müsst euch einfach mal in deren Lage versetzen. Stellt euch mal vor, ihr werdet jetzt ein Flüchtling, ihr kommt in ein Heim, habt keine Familie und ihr könnt eventuell, falls ihr eine Familie habt, das weiß man ja jetzt nicht, dann halt mit denen reden. Und dann stellt euch mal vor, ihr habt keine Familie, kommt so nach Deutschland und dann, ihr kommt alleine nach Deutschland und dann hört ihr euch so Meinung an wie, ja, ihr kommt alles in den Arsch geschoben, dies und das, dann wird man doch ganz ehrlich weinen, ist einfach so. Und allein das ist schon mega scheiße, dass es überhaupt solche Menschen gibt, die einfach neidisch auf Flüchtlinge sind. Man muss sagen, wie kann man das? Ich verstehe das nicht, ey. Ich muss sogar echt aufpassen, was ich hier so sage, weil ein falsches Wort kann schon echt mega daneben gehen oder mega schief gehen, weil es ist schon ein sehr schwieriges Thema. Man kann nicht einfach sagen, ja, dies und das, und deshalb muss ich schon aufpassen. Aber ich finde einfach, die heutige Menschheit besteht eigentlich nur noch aus Neidern, gönnt dem anderen nichts. Ihr müsst, also jetzt nicht ihr, sondern ich meine jetzt halt die Leute, die das dem anderen nicht gönnen. Ihr müsst euch erstmal wirklich in die andere Lage versetzen. Es gibt ernsthaft Leute, die gönnen dem einen oder anderen nichts. Das ist einfach so, keine Ahnung, 2015 oder in dieser heutigen Zeit ist es einfach ganz normal, ist Standard sogar bei jedem. Ich sag schon wieder bei jedem, aber es ist ja nicht bei jedem, es sind halt nur bei manchen Leuten.
Und ja, keine Ahnung. Ich möchte jetzt auch nicht weiter vorziehen. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ich frage mich aber, ihr könnt mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr so von diesen so Moralapostel haltet oder von diesen Leuten, die neidisch auf Flüchtlinge sind. Ich verstehe das nicht. Die Leute haben keine Familie mehr, so nichts. Und dann ist man neidisch auf die. Geil. Gut, das war das Video. Eigentlich sehr kurz gehalten, aber ich wollte einfach nur meine Meinung dazu sagen. Hab auf Twitter gestern habe ich meine Meinung schon gepostet, aber jetzt halt nur so ein bisschen. Und hab dann auch gefragt, ob ich vielleicht so ein Video machen soll, wo ich meine Meinung sage. Und ja, haben viele verlangt. Jetzt habt ihr es und ich hoffe, ihr könnt auch mir zustimmen. Ich bin normalerweise kein Mensch, der solche Themen anspricht, weil ich weiß nicht, mich interessieren solche Themen schon, aber ich mache einfach viel zu viele Fehler in solchen Sachen und ich bin einfach ein sehr zurückhaltender Mensch, deshalb, ja, keine Ahnung. Ich habe auch immer so die Befürchtung, dass mich so Menschen deswegen auslachen, dass ich halt solche Themen, anspreche. Aber mir soll es egal sein, das hier musste ich einfach sagen, es ist einfach so. Musste gesagt werden. Ich hoffe, ihr könnt mir zustimmen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Ich wollte jetzt eigentlich auch mal so ein paar lustige Videos bringen, aber das ist schon mal ein ernsteres Video, deshalb wollte ich jetzt hier keine Witze oder so reißen, weil es einfach nicht dazu passt und so ein Mensch bin ich jetzt bei solchen Videos auch nicht. Deshalb, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen und ihr könnt eure Meinung in die Kommentare reinschreiben, in meine Hose da unten. Okay. ja. Okay. Das war das Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Falls ihr mehr von sowas sehen wollt, dann schreibt auch mal in die Kommentare, was ich so als nächstes ansprechen kann. Und ja, das war das Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.